Hallo, hier ist Anna. Schön, dass du dabei bist. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis andere kommen. Und dann fangen wir an. Heute ist sehr, sehr interessantes Thema. Ich werde über die Histaminintoleranz erzählen und beantworte ein paar Fragen, die ständig mir gestellt werden. Also ich habe schon zwei Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Mein Kanal heißt Schule für natürliche Gesundheit von Anne Bledau. Die waren kurz und heute möchte ich das ein bisschen alles zusammenfassen und ein bisschen längere Video machen, damit wirklich viele, viele Probleme, Ursachen und Behandlungsmethoden, wie gesagt, in einem verpackt werden und für euch vielleicht ein bisschen bequemer wird. Okay, also. Was die Histamin angeht, das ist eigentlich natürliche Mittel, die von unserem Körper ständig produziert wird. Das ist von einer Seite Gewebshormon, sehr wichtige Gewebshormon, von anderer Seite Neurotransmittel, die viele Prozesse in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem reguliert. Und es ist auch ein Entzündungsmediator. Davon wahrscheinlich habt ihr schon mal gehört und alle die Symptome, die so unangenehm sind, kommen ja von allem aus dieser Richtung. Die Histamin wird von sogenannten Mastzellen freigesetzt. Mastzellen sind natürliche Zellen von unserem angeborenen Immunsystem. Und Symptomatik dementsprechend ist wirklich sehr, sehr ja, weit verbreitet, weil Histaminrezeptoren, also Zellen, auf die Histamin wirkt, gibt es wirklich sehr, sehr viele und sehr, sehr unterschiedliche. So zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt sorgt Histamin für gesteigerte Peristaltik, für die Zusammenziehung von der glatten Muskulatur. Dadurch kann sogar Durchfall entstehen, aber auch Krämpfe, Bauchschmerzen. Histamin erhöht auch Durchlässigkeit von Darm, indem er sogenannte Tight junctions öffnet, also die Proteine, die die Darmzellen, die Darmepithelzellen zusammenhalten, werden geöffnet, sodass auch kleine Durchlässigkeit herrscht. Und wie gesagt, bei erhöhtem Histaminwert kann es auch unter Umständen pathologisch sein. Also es kommt zu sogenannten Leukegat oder durchlässigen oder löchrigen Darm, wie man das nennt. Im Nervensystem, also wenn es da pathologisch wirkt, kann man Schmerzen, Kopfschmerzen bekommen und von allem diese Migräne, also wirklich migräneartige Kopfschmerzen mit Übelkeit, mit Erbrechen, Schwindel. Und Histamin sorgt auch dort für den Tages-Nacht-Rhythmus. Also man weiß, wenn man Antihistaminika einnimmt, also Präparate, die gegen Histamin wirken, wird man müde, darf man zum Beispiel Auto nicht fahren, darf man auch nicht an Geräten arbeiten, die höchste Konzentration erfordern. Also Histamin unterstützt diese Prozesse und wirkt auch dort. Wenn wir über Herz-Kreislauf-System sprechen, dann wirkt hier auch Histamin gefäßerweitert. Das führt dazu, dass es zu niedrigem Puls kommt, niedriger Blutdruck. Also Puls kann es variieren, also es kann hier und her springen. Herzrhythmusstörungen können sogar auftreten. Aber was Blutdruck angeht, er geht nach unten, deswegen so pathologisch niedriger Blutdruck, der wirklich sehr, sehr lange besteht, kann ein Hinweis auf Histaminintoleranz sein oder wie gesagt, einfach erhöhte Histaminwerte. Es kann bis zu anaphylaktischem Schock kommen, also wenn man praktisch sehr stark allergisch auf Histamin reagiert, mit starkem Blutdruckabfall, dann kommt es zum Schocksymptomatik. Man verliert praktisch sein Bewusstsein. Bei Atemwege ist es oft nach der Verzehr von histaminreicher Speise oder auch die Speise, die Histaminproduktion anregen, werde beobachtet, dass es zum Fließschnupfen kommt. Das gleiche kennen wir bei Heuschnupfen. Die Histamin in Atemwege verengt die Bronchien und führt dazu, dass wir praktisch kaum Luft bekommen. Also es kommt zum Atembeschwerden und unter Umständen sogar zum asthmatischen Anfall oder Asthma-Bronchiale wird das genannt. Bei Haut durch das wieder gefäßerweiternde Wirkung kommt es zu Rötung, zur Schwellung und zum Juckreiz.
Was die Geschlechtsorgane angeht, dann ist das vor allem bei Frauen dadurch, dass die Histamin die glatte Muskulatur von Organen kontrahieren lässt, also zusammenziehen lässt, kommt es bei Frauen zu Gebärmutterspasmus, zu Gebärmutterkrämpfen, zu schmerzhaften Menstruationen und schmerzhaften Blutungen. Schau mal die wichtigsten Gründe, warum, wie gesagt, zu Histaminintoleranz kommt. Eine davon ist erhöhte Produktion von Histamin im Körper oder erhöhte Zufuhr von außen. Und zweiter Grund ist das gestörte Abbau von Histamin. Und jetzt schauen wir die zwei Ursachen genau an, weil da gibt es wiederum viele, viele Unterpunkte, die ich mit euch besprechen möchte. Und zwar die erste Grund von gesteigerter Aufnahme von Histamin sind Pflanzen, die oder Pflanzen oder Stoffe und Nahrungsmittel, die Histamin enthalten. Man muss verstehen, dass praktisch aus Aminosäure Histidin wird Histamin gebildet mit Hilfe von verschiedenen Bakterien. Die produzieren ein Enzym Histamin-Decarboxylase und führen dazu praktisch, dass aus Histidin Histamin wird. Und diese Bakterien sind in großer Menge erhalten in allen Lebensmittel, die lange Reifung brauchen, also Lagerung brauchen. Das ist vor allem Wein, also hier vor allem Rotwein. Das ist auch Hartkäse, die lange gelagert wurde, diese Altkäse sozusagen. Es sind auch Sekt, Weizenbier, Champagner, Salami, Rohwürstchen. Und. Sauerkraut ist auch nicht histaminfrei. Aber auch Nüsse, Fische, vor allem Thunfisch, Makrele enthalten Histamin und gepökeltes. Es gibt auch Lebensmittel, die Freisetzung von Histamin aus den Mastzellen fördern. Das sind allen bekannt die Erdbeer. Also im Frühjahr kommt das gleich Heuschnupfen und da verzehren wir auch Erdbeer. Dann unterstützen wir diesen Prozess noch. Also da muss man ein bisschen aufpassen damit. Aber auch Zitrusfrüchte können das machen. Ananas, von allem Ananas nicht bei alle. Also wie stelle ich fest, dass Ananas zu mir passt? Indem ich das auf die Zunge lege und wenn es pelzige Gefühl sofort auftritt, dann passt diese Ananassorte nicht zu mir. Also dann wird zu viel Histamin produziert und das ist nicht so gut. Aber es heißt nicht, dass andere Ananassorte auch nicht passt. Ihr müsst sie wirklich für sich selber eine wählen, der wirklich toleriert wird. Dann noch Lakritze, Tomaten, scharfe Gewürze, Meeresfrüchte und von allem Alkohol. Man sieht ja, Alkohol im Rotwein, also Rotwein selber hat diese Enzym, die Histaminproduktion fördert und Alkohol zusätzlich auch noch dazu unterstützt diesen Prozess. Deswegen alles, was mit Alkohol zu tun ist, bei Histaminintoleranz eigentlich kontraproduktiv. Was machen wir hier? Also, können wir ersetzen? Wir können auch schauen, wie wir reagieren nach Verzehr von solchen Speisen, weil nicht jeder Histaminintolerante reagiert auf alles mit erhöhter Histaminproduktion. Das ist bei jedem Menschen unterschiedlich und ihr könnt ihr dann durch das Versuch praktisch herauszufinden, was ihr verträgt und was nicht. Dritter Punkt, das sind die Zusatzstoffe. Von allem Konservierungsmittel, das sind die Sorbate, Sulfite, Pökelsalz, deswegen alles, was gepökeltes, lange haltbares, ist eigentlich auch nicht so gut geeignet bei Histaminintoleranz. Zusatzstoffe wie Überzugsmittel, zum Beispiel diese Celac oder auch Glutamat, gell? Das ist auch, was sehr starke Histaminproduktion anregt. Und auch Farbstoffe, die sind vor allem in Joghurt enthalten, also Joghurt selber, wenn es wirklich nicht frisch ist, also wenn man das frisch selber herstellt und innerhalb von 2 Tagen verzehrt, ist es kein Problem. Aber wenn es schon lange gelagert wurde, dann ist natürlich nicht so gut, weil erstens diese Enzym, die Histaminproduktion anregt, ist drin und zweitens ist auch Farbstoff, die auch diesen Prozess fördert. Okay, vierter Punkt sind Medikamente.
Allen voran Schmerzmittel, Diclofenac, auch ACC, auch Buscopan, auch nichtsteroidale Antirheumatika und. Also und Pille bei Frau. Was die Pille macht, erzähle ich ein bisschen später. Es gibt insgesamt über 20 verschiedene Medikamente, die wirklich Histaminproduktion im Körper fördern. Also was hier, also wenn du wirklich histaminintolerant bist, dann muss man schauen, welche Medikamente man ersetzen kann, was vielleicht überhaupt nicht mehr notwendig ist oder einfach auf andere greifen, die jetzt wirklich nicht diese Wirkung haben. Es gibt auch in Natur sehr viele Mittel, die man einsetzen kann, vor allem bei chronischen Problemen. Also kein Medikament hat noch irgendwelche Mensch von chronischen Problemen befreit. Gell? Also man weiß, dass bei Diabetes nehmen Diabetiker ständig seine Medikamente, bei Bluthochdruck nehmen diese Patienten ständig seine Medikamente und. Also alle chronischen Probleme müssen ganzheitlich beseitigt werden, ganzheitliche Lösung muss her und genau das mache ich ja. Also genau diese Lösung biete ich euch an, deswegen wer da Interesse hat, bitte gerne. Schreibt einfach in Kommentare und ich setze mich mit euch in Verbindung. Fünfter Punkt, das ist die Fäulnisprozesse. Wie entstehen Fäulnisprozesse? Bei Fäulnisprozessen wird wieder viel Bakterien gebildet, die wiederum diese Enzym produzieren, die praktisch Histidin in Histamin umwandelt. Und das soll man vermeiden. Aber wann entstehen diese Prozesse oder welche Bakterien werden dort aktiv? Das sind von allem Marganella, Helicobacter, einige Stämme von E. coli, Serratia und noch ein paar andere. Clostridien-Toxine machen übrigens das Gleiche. Also wenn wir da Lebensmittelvergiftung bekommen können, dann passiert das Gleiche. Und wann kommt es zur Vermehrung von diesen Fäulnisbakterien? Wann wir uns eiweißlastig ernähren. Also Eiweißmaß führt bei bestimmten Menschen wirklich zur Überproduktion von diesen Bakterien. Damit wir Eiweiß gut verdauen können, aber brauchen wir eine gesunde Magensäure. Menschen aber mit Histaminintoleranz haben auch zu viel Magensäure in Anführungsstrichen und bekommen oft diese Protonenpumperchemie, also wieder Medikament, die Magensäureproduktion nach unten schraubt. Und dadurch wiederum entsteht dann Verdauungsstörung von Eiweiß und es führt später zu Fäulnisprozessen, zur Bildung von diesen Fäulnisbakterien oder Proteolithen. Und die wiederum fördern wieder Histaminproduktion. Also das ist so ein Teufelkreis, alles miteinander dann verbunden. Nicht nur Magensäure ist wichtig für gute Verdauung von Eiweiß, sondern auch Bauchspeicheldrüsenenzyme. Die werden im Zwölffingerdarm aktiviert, aber nur, wenn es genügend Gallenflüssigkeit produziert wird und Galle auch bestimmte Qualität hat. Also sie muss sehr stark basisch sein, damit die Bauchspeicheldrüsenenzyme aktiviert. Wenn es wieder Probleme besteht, wenn man zu wenig Galle hat, wenn Galle zu sauer ist und so weiter, passiert das wieder Aktivierung noch schwach und deswegen werden auch Reste von Eiweißen nicht rechtzeitig und vollständig verdaut. Und alles, was nicht verdaut wird, wird, wie gesagt, durch diese Fäulnisbakterien dann zerlegt. Also es gibt nur diese zwei Varianten. Oder gute Verdauung und kein Problem, oder diese Fäulnisprozesse mit vielen Problemen. Unter anderem auch Histaminproduktion. Okay, dann haben wir noch ein paar Punkte. Das ist auch Kohlenhydratmast. Also nicht nur Eiweißüberschuss, sondern auch Überschuss von Kohlenhydraten kann zu erhöhter Histaminproduktion führen. Warum? Das geht ganz einfach. Hier entsteht nicht Fäulnis, sondern Gärung schon wieder. Entsteht viel Gas, sogenannte Methan oder auch der später in Methylalkohol umgewandelt wird, verbindet sich mit sogenannter Oxalsäure, die auch bei dieser Gärung entsteht und so entsteht Histamin. Darüber habe ich ein Video auf YouTube-Kanal gemacht, wie das alles passiert. Also, das ist noch ein Punkt. Punkt Nummer 6, das sind Lipopolysaccharide, die auf einer Oberfläche von unterschiedlichen Bakterien befinden. Also vor allem die Bakterien, die wir nicht so besonders brauchen, also die uns jetzt nicht besonders viel Nutzen bringen. Von allem diese proteolytischen Bakterien, die Eiweiß verdauen oder wie gesagt, die faulen lassen.
enthalten sehr viele Lipopolysaccharide. Das sind so bestimmte Moleküle, die auf die Zellmembran, also auf die Oberfläche von diesen Bakterien drauf sind. Wenn Bakterien zugrunde gehen, werden diese Lipopolysaccharide frei und können auch Histaminfreisetzung triggern, unterstützen oder beschleunigen. Auch Tumorzellen übrigens können das, weil die produzieren dann in höherem Maße von Adenosin. Adenosin entsteht aus unserer Energiemoleküle ATP, Adenosintriphosphat. Tumorzellen haben ein Enzym, der diese Phosphatteilchen abzweigt, also abzwickt. Adenosintriphosphat bedeutet ein Adenosin und drei Phosphaten. Gell? Und Tumorzellen machen nichts anderes als eine nach dem anderen die alle abzwicken, so dass nur Adenosin alleine bleibt. Und diese Adenosin hat auch Rezeptoren auf Mastzellen, wo er sich andockt und Mastzelle produziert dadurch auch sehr viel Histamin. Auch Parasiten und Pilze können das, dass die Mastzelle triggern und Histaminfreisetzung beschleunigen. Und auch unsere T-Helfer-2-Zellen, also T-Lymphozyten Gruppe 2, die wirken vor allem in Darm- und Atemwege und die sind dazu zuständig, aus B-Lymphozyten Plasmazellen zu machen und Plasmazellen produzieren dann Immunglobuline. Das ist eigentlich gut, wenn es um die extrazelluläre Erreger geht, also auch bei Parasiten, Pilzen und Bakterien, die im Zwischenzellraum sich befinden, ist das gute Abwehr. Aber es gibt Menschen, bei denen diese Funktion, also bei denen kommt zu überschüssender Reaktion vor T-Helferzellen 2. Und dadurch entstehen auch allergische Reaktionen. Und es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Mitteln, die man auch einnehmen kann, um das zu vermeiden. Also zuerst um die Harmonisierung von T1 und T2 Lymphozyten, so dass nicht zu diesem Switch-Syndrom kommt, so wie man sagt, TH2-Switch, wo praktisch zu viel TH2-Aktivität beobachtet wird. Das sind solche Mittel wie Probiotika, also unsere Lactobifidobakterien. Das ist Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C. Das ist auch Colostrum oder Bistmilch. Also bei Coral Club habe ich sehr, sehr gute Produkte gefunden. Da sind nicht nur Immunglobuline drin, sondern auch Beta-Glucane, die unser Immunsystem balancieren und stabilisieren. Und gibt es extra noch Lebensmittel, die direkt Aktivität von TH2-Zellen nach unten schrauben können? Das ist Zitronenmelisse, Granatapfel, das ist Kurkuma, nicht wie Extrakt, sondern tatsächlich als diese Wurzel, als Gewürz, als Pflanze. Auch Zink, Selen können das unterstützen. Produktion von Schilddrüsenhormonen, also alle Menschen, die da Probleme haben, Schilddrüse-Unterfunktion, wo T4, T3 zu wenig ist, können unter Umständen auch erhöhte Produktion von T2 haben und dementsprechend auch TH2-Switch wird verstärkt und unter Umständen wiederum fördert das Histaminproduktion. Also das ist wieder eine Kette, wo ich euch zeigen möchte, wie alles in unserem Körper verbunden ist und dass man wirklich ganzheitlich denken muss und auch einsetzen muss. Es hilft nicht einfach Vitamin E jetzt zu schlucken und das war's. Man muss wirklich ganzheitlich arbeiten. Und genau das biete ich euch an. Was noch? Schlafbeere, Schwarzkümmelöl und Astragaluswurzel. Die helfen auch, T2 ein bisschen zu dämpfen. Und letzter Punkt, was jetzt zu Punkt 1 gehört, also gesteigerte Bildung oder gesteigerte Aufnahme, das ist natürlich Stress. Also Stress triggert auch Mastzellen zur erhöhten Histaminfreisetzung. Und hier sind alle Maßnahmen erwünscht, die auch Stressproblematik, also nach unten schraubt oder auch Entspannungsübungen, Atemübungen. Also es gibt so, so viele Sachen, die man einfach machen muss. Gell? Man weiß ja das alles, aber es hilft nicht, wenn wir nur wissen und nichts machen. Bei Parasiten werde ich natürlich Antiparasitenkur empfehlen. Das haben wir jetzt bei meinem Jahresprogramm angefangen. Gell? Also Antiparasitenkur haben wir schon durch, dann haben wir Leberkur gemacht. Jetzt machen wir Darmreinigung. Darmreinigung übrigens ist sehr gut, um die wieder Darmbarriere zu schließen, um wieder probiotische Bakterien zu unterstützen und so weiter. Okay.
Dann Punkt Nummer zwei habe ich gesagt, Mangel an die abbauende Enzyme, weil Histamin muss auch abgebaut werden. Und das ist noch ein Grund, warum es zu hohem Spiegel kommen kann, weil Enzyme fehlen, die Histamin abbauen können. Und es gibt zwei davon. Eine sind aktiv in Darm, Blut und Bindegewebe hauptsächlich. Das ist sogenannte DAO oder Diaminooxidase. Und andere ist hauptsächlich im Leber und Gehirn aktiv. Welche Ursache gibt es hier? Warum diese Aktivität gestört ist oder einfach Zahl gestört ist? Erstens ist genetische Ursache. Dass praktisch bestimmte Gene sind einfach irgendwie kaputt gegangen und diese Enzyme nicht gebildet werden können oder werden gebildet nur in kleinem Maße oder die haben irgendwelche Fehler, dass sie zwar gebildet werden, aber nicht aktiv sind. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man die dann im Blut testen lässt, dass wir nicht nur Menge testen, sondern auch Aktivität von diesen Enzymen bestimmen. Weil ich sehe oft, dass zum Beispiel diese DAO bei vielen Menschen die Histaminintoleranz in Ordnung ist, also gutes Niveau hat, aber wenn ich Aktivität messe, dann ist das sehr, sehr niedrig. Also es heißt, das ist zwar da, aber nicht aktiv und das bringt auch dann nichts. Genau. Und bei Genen kann es noch passieren, dass Histaminrezeptoren zu stark auf Histamin reagieren. Das ist auch dann genetische Sache. Zweitens, diese DAO, also die wichtigste abbauende Enzym für Histamin, wird also 50 bis 70% in Darmepithelzellen gebildet. Deswegen alle Darmerkrankungen, von allem Darmentzündungen können zu verminderter Produktion von diesem Enzym führen. Drittens, DAO-Produktion braucht unterschiedliche Kofaktoren oder Mikronährstoffe, aus denen die gebildet werden. Alle voran sind Kupfer und Vitamin C, Vitamin B6, B6, Entschuldigung, Russisch-Deutsch ist vermischt. Also, was die Kupfer angeht, hier muss man auf die Zinkzufuhr achten. Also, Zink und Kupfer konkurrieren miteinander. Man muss praktisch die getrennt am besten einnehmen, weil Zink ist auch für die Histaminintoleranz sehr, sehr wichtiger Stoff und muss genommen werden, aber getrennt von Kupfer. So können auch Schwermetalle Kupfer verdrängen, weil die konkurrieren um ein Tor, in dem die auch nutzen, um ins Körper zu kommen. Deswegen Schwermetallausleitung ist auch hier ganz, ganz große Sache. Und was jetzt Vitamin B6 angeht, hier komme ich wieder zurück zu die Pille, also Antibabypille. Die Frauen, die das einnehmen, also Antibabypille, verdrängt Vitamin B6 aus dem Körper, also stört auch Aufnahme aus den Nahrungsmitteln und so weiter. Deswegen 80% von Betroffenen, die wirklich Histaminintoleranz haben, sind tatsächlich Frauen. Und ich habe ja schon gesagt, dass es unter Umständen tatsächlich gefährlich sein kann, was jetzt Wirkung von Histamin angeht. Gell? Histamin fördert also Krämpfe von die Uterus oder Gebärmutterkrämpfe verursacht. Und stell dir vor, Frau möchte schwanger werden oder ist schwanger und es kommt zu krampfartigen Zusammenziehung von Uterus. Das kann unter Umständen Abort verursachen. Und tatsächlich, erste 3 Monate kann es passieren, dass Frau seine Baby verliert, weil nach 3 Monaten steigert Körper bis zu 300 oder 500-fache sogar Produktion von dieser DAO, die Histamin wieder abbaut. Stellt ihr vor, jetzt wissen wir, warum diese 3 Monate bei Frauen, also erste Trimenon, so gefährlich ist, wo wird gesagt, pass bloß auf, gell, und so weiter. Jetzt wissen wir, warum, weil Histamin, wie gesagt, da ungebremst auch auf die Gebärmutter wirkt und erst ab 3. Monaten circa kommt dieser Schutz, natürliche Schutz durch das gesteigerte DAO-Produktion. Und diese Frauen merken dann auch ab und zu, dass es Migräne auf einmal verschwindet wegen der Schwangerschaft. Warum? Weil ich habe gesagt, genau Histamin verursacht Migräne und hier kommt durch das gesteigerte DAO-Produktion zu Abflachung von Symptomatik. Genau.
Okay, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, auch für Schwangere zu wissen, dass man da auch Vitamin D braucht, Kupfer braucht, auch Magnesium übrigens. Viele Menschen haben Magnesiummangel und Zink, aber getrennt von Kupfer. Das kann man alles aus dem Blutbild schauen. Und bei Vitamin B6 muss man auch Aktivität beachten. Also es gibt ja Untersuchung, der zeigt nur die Menge, das sagt überhaupt nichts, genauso wie bei DAO. Es kann gute Menge sein, aber Aktivität ist null. Also deswegen bei Vitamin B6 auch immer Aktivität messen. Was noch? Also gibt es gewisse Pflanzen, die Mastzellen einfach stabilisieren, damit sie nicht so schnell Histamin freisetzen. Das ist von allem Medesüß. Man kann das als Tee oder als Tinktur kaufen und trinken. Dann gibt es noch grüne Tee. Also bei grüner Tee, der hat doppelte Wirkung. Also in einerseits hemmt das DAO, ist es nicht gut. Und von anderer Seite enthält er einen Stoff, die wiederum Mastzellen stabilisieren. Deswegen muss hier ein bisschen abgewogen sein, also ausprobieren, passt oder nicht passt. Bei jedem ist ein bisschen anderes. Dann noch eine bekannte Stoff-Quercetin, das ist eine Flavon, die in Zitrusfrüchtenschale enthalten ist, in Lippstöckeln, in Kapern. Den kann man auch verwenden. Zum Beispiel bei Cola Club gibt es ein Mittel, das heißt Lipastic Fit, für die Menschen, die abnehmen können. Und genau da sind die Zitrusfrüchteschale enthalten und auch große Menge an Quercetin ist drin. Vitamin C stabilisiert auch Mastzellen und kann auch mehrmals am Tag angewendet werden, weil es ist eine wasserlösliche Vitamin sozusagen, die ständig dann mit Urin wieder ausgeschieden wird und muss nachgeführt werden. Menschen, mal Meerschweinchen und gewisse Primaten können Vitamin C nicht selber produzieren. Das haben wir früher so gesagt. In Wirklichkeit können wir das schon produzieren. Genau gesagt, unsere gesunde Darmflora macht das. Also, deswegen ist es sehr wichtig, Darm zu reinigen, Darm zu sanieren, Darm zu aufbauen. Also Probiotika einnehmen, Präbiotika einnehmen, Ballaststoffe, Bitterstoffe. Alles das lernen wir bei meinen Kursen. Und wie gesagt, genau jetzt im April machen wir das. Also machen gerade eine große Darmreinigung. Und ab nächsten Monat fangen wir mit der Lymphreinigung an. Bei uns verlaufen auch Kurse auf Russisch. Am 1. Mai startet ein Kurs für die Lebergesundheit und für ganzheitliche Detox. Deswegen, wer von euch Russisch spricht und da auch mitmachen möchte, bitte meldet euch bei mir oder meldet euch bei mir auf jeden Fall alle, die auch kein Russisch kennen. Ich unterstütze alle miteinander. Also wie gesagt, ich habe einen Telegram-Kanal, wo ich das alles preisgebe und dann auch noch zusätzliche persönliche Beratung. So, jetzt könnt ihr mir eure Fragen stellen, wenn irgendwelche gibt. Es ist wirklich sehr, sehr weit verbreitete Problem mit dem Histamin. Von einer Seite nützliche Stoff, von einer Seite, wenn zu viel wird, dann kommt so ganz diese Problematiken. So, jetzt wisst ihr jetzt, welche Symptome Histamin verursacht, für was es gut ist, für was es schlecht ist. Jetzt wisst ihr, welche Ursachen gibt es für erhöhte Werte. Histamin kann man im Stuhl nachweisen, Histamin kann man im Blut nachweisen und vor allem wichtig sind die Stoffe, die Histamin abbauen. Also DAO kann man auf jeden Fall im Blut nachweisen. Nicht nur Menge ist wichtig nochmal, sondern auch Aktivität. Und die ganzen Stoffe, die DAO aufbauen, sind auch wichtig. Gut, dann verabschiede ich mich, abonniere meinen Kanal, damit du nichts verpasst. Und ich wünsche euch, bleibt gesund, aber macht's was dafür. Ciao, ciao.